Willkommen zurück in meinen Himmelsrand, Abenteurer. Es regnet leicht. Ja, Wetter war schon mal besser. Aber wir sind ja hier nicht zum Spaß. Ich suche noch mal eben den Questlog-Eintrag. Sprich mit dem Jarl von Falkenring. Wir hatten nämlich eine Einladung bekommen in Weißlauf. Per Eilbote zugestellt. So, erstmal einen ordentlichen Schluck aus dem Trinkschlauch. Leider dargestellt als Tinbecher. Aber gut, man kann nicht alles haben. Los geht's. Hinab nach Falkenring. Bin ich auf dem Weg? Ich glaube, ich bin eher daneben. So. Da ist der Weg. Es riecht auch noch Hunger. Naja, wir wollen ja nicht vor dem Jarl stehen mit knurrendem Magen. Also die Mod I need food and water. Die Animation ist immer Sinnkrug und Brot, egal was man isst oder trinkt. Aber sie ist sehr gut. Eine der ja, Top 20 Mods ever. Von Isoku. Falkenring. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein, ein paar Wölfe. Aber keine Hunde. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Okay, sprich mit Lot. Oder Lord. Ja, man achtet auf die schönen Mäntel. Cloaks of Skyrim. Die Mod. Da hat jede Stadt ihre eigenen Wappen auf den Capes. Und apropos, ich habe ein Update der deutschen, des unofficial Skyrim Patch. Versucht nicht so hart über Falkenring zu urteilen, Fremdling. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Was wollte ich sagen? Es gibt neue Gebäudeschilder in Deutsch. Mit dem neuen Patch. Wow. Todmanns Trunk. Also bisher war niemand Englisch. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Okay. Anscheinend haben die in Falkenring ihren eigenen Schminkstil. Auch lustig. Der Schmied. Ich kann nicht viel für euch tun. Ich bin nur den Geiers Dienstmädchen. Ja, die Ziegen haben immer noch so einen kleinen Pathfinding Bug. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr mit Skyrim und dir, ne? Von der Wegfindung.
Ich glaube, das ist der Jarl. Sieht so offiziell aus. Ja. Müsste sein. Jarls Longhouse. Der Hirsch. Das Wappentier von Falkenring. Ich beschütze den Jarl, ganz gleich, wer es ist. Dort. Ja, was wollt ihr? Ja, Sidgir. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ich habe auch einen Brief bekommen. Ich bin Yerf. Ihr seid es. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. Der macht mit Banditen gemeinsame Sache. Eigentlich nicht so mein Fall. Gut. Aber gut, ich mache es. Wie seid ihr so jung, Jarl, geworden? Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Das klingt aber sehr verdächtig. Wahrscheinlich liegt er irgendwie im Gemüsebeet hinten. Aber eure Unerfahrenheit. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Okay, dieser Typ ist mir nicht so ganz geheuer. Aber ich denke... Ja, was wollt ihr? Aber ich denke, die Vorteile, die man durch die Gefallen erlangt... Sei es Waffe, Gefährten etc. überwiegen. Ja. Ah, der Hauptmann. Über seiner Lagekarte. Oh, kaiserlicher. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Also Falkenring ist schon in kaiserlicher Hand anscheinend. Also gut. Das ist ja alles so vom Lore so ein bisschen an die Römer angelegt. Auch der Titel Legat. Und die Rüstung und ja, vieles. Also die kaiserliche Gestaltung der Soldaten und Städte und so ist teilweise an die alten Römer angelegt. So, ich darf das mitnehmen hier, Karotten und Wein, ja okay. Solange da nichts von Stehlen steht in Rot, bekommt man keine Nachteile. Meistens. Okay, ich denke, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Okay. Zur freien Verfügung. Her damit. Was haben wir da? Eine Schlafkammer. Ja gut, wenn ich schon Banditen jagen muss,
Kann ich hier so ein bisschen Wegzehrung mitnehmen? Jawohl, kein Ding. Was ist denn das? Die ist aber sehr schön. Ah, nee. Ich denke, das Gold könnte man sogar mitnehmen. Aber, ja. Ich will jetzt hier nicht meinen Ruf riskieren. Und sei es nur durch einen Bug. Ich wurde auch schon mal angegriffen in Weißlauf beim Jarl. Und ich musste danach extra nochmal eine Tür aufbrechen und mich strafbar machen und dann das Lösegeld bezahlen. Und dann war es okay. Aber war irgendwie was auf, ja, ich wurde irgendwie auf Wanted gesetzt. Kann sein, dass ich mal irgendwann in der Wildnis ein Pferd mitgenommen habe, dass das dann registriert wird. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ja, vielleicht sogar etwas für mich. Kenn ich schon. In Riften sind die Vampire. Dämmerwacht. Also es ist ein DLC. Dawnguard. So, und es gibt eine neue Mod, die schon ein paar Wochen mitläuft. Aber jetzt hier in Falkenring durchaus Sinn macht. Run for your lives. Das ist auch eine meist abonnierte Mod und gerade in so Dörfern, wenn Drachen- oder Vampirangriffe kommen, werden gerne mal die Dorfbewohner niedergemetzelt. Und darüber hinaus habe ich in der Diverse Dragon Collections, die ich ja schon länger habe, installiert, die ich auch mal vorgestellt, die Playlist. Da habe ich das Dragonspawn-Delay auf 30 Tage gesetzt, damit ich ein bisschen Ruhe habe, am Anfang die Questen hier einzusammeln. Denn ich kann mich so dunkel erinnern, dass beim ersten Run damals, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015 rum, 14, dass da ein Vampirangriff auf Falkenring kam und viele Dorfbewohner starben. Und seither habe ich Run for Your Lives aktiv. Ihr werdet feststellen, dass mein Bruder Solaf und ich die einzigen wahren Nord in Falkenring sind. Ja, kommt hin. Immerhin. Auch ein paar Nord hier. Aber wie gesagt, es scheint anscheinend schon in kaiserlicher Hand zu sein. So, ich erkunde noch ein bisschen das Dorf. Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange. Was haben wir da? Schrein von Arkai. Ein Segen. Ich muss zugeben, die ganzen Götter kenne ich gar nicht so genau. Ritualstein ist ja was anderes. Da gibt es ja, glaube ich, 12 in der ganzen Welt. Segen. Ist egal jetzt. Ich habe auf jeden Fall einen positiven Segen.
Hm. Das ist der Friedhof. Der Gott Arkay war einst wie wir, gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. Durch die Ebbe und Flut dieser kosmischen Gezeiten finden wir Erneuerung und schließlich Frieden. Möge der Geist von Lavinia und allen, die diese Welt und ihr Leid verlassen haben, den heiteren Gleichmut von Aetherius kennenlernen. Eine Menge Namen. Und mögen wir eines Tages in der Ewigkeit wieder mit ihnen vereint werden. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Priester von Arkay. Ihr seid es doch. Ja, nach dem großen Krieg habe ich Arkays Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben. Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Naja, ich mache es. Arkay segne euch für eure Hilfe. Wer so nett fragt. Kümmert ihr euch um diesen Friedhof? Oh, barmherziger Arkay, nein! Ich bin zu alt und gebrechlich, und dieser Friedhof ist zu groß. Kust ist mein Assistent. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Ruhe gehört. Könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. $200 kostet das. Okay, Stufe 1 von 5. Bei diesen Trainern gebe ich immer zu viel Geld aus. Das ist wie so ein bisschen Spielautomat. Mehr, besser. Oh, nochmal 220. Kannst es nicht sein lassen. Ich will die 5 Stufen dann immer voll kriegen. Ah, das wird teuer. Naja, es ist ja Fortschritt. So, das reicht aber. Es ist mein Traum vom Eigenheim wieder geplatzt. Dieses Tagebuch bedeutet mir viel, wenn ihr es finden könnt. Ich brauche ja 5000 Gold für das Haus in Weißlauf. Eine traurige Zeit. Warum ist dieser Ort immer so düster? Ja, und ich kann nicht sagen, warum. Meine Frau und ich denken, dass hier dunkle Magie am Werk ist. Oder vielleicht ist Arkays Einfluss stark und er möchte es so. Wer ist gestorben? Unsere Tochter. Oh. Unser kleines Mädchen. Sie hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Das ist schlimm. Wie ist sie gestorben? Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wie ein Tiger ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Wer war das? Sinding. Er kam zum Arbeiten. Wirkte wie ein anständiger Mann. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Hunger. Wenn ihr euch zutraut, ihn ansehen zu können, was könnte einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Ein Mörder. Schicksalstreffen im Mondschein. Klingt mysteriös. Sprich mit Sinding. Der Friedhof ist uralt. Warum hat die Stadt sogar älter einen als so großen die Stadt? Friedhof? Ich bin kein Gelehrter, aber ich weiß, dass hier im Laufe der Geschichte viele Kämpfe ausgetragen wurden. Nach jeder Schlacht wurden weitere Tote begraben und der Friedhof wuchs. Mittlerweile soll er der größte in ganz Himmelsrand sein. Na klasse. Bin ich hier genau richtig hier, was? Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Und du?
Mein Mann Matthias und ich betreiben den Totenlichthof. Totenlichthof. Das klingt ja schon viel freundlicher. Mein Gott, wo bin ich hier hingeraten? So, und was hat er hier zu jammern? Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Ich habe genug vom Krieg. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Zeigt Respekt, solange ihr hier seid. Dann gibt es zwischen uns beiden auch keine Probleme. Ja doch, wird getan. Zeige immer Respekt. Vor netten Menschen zumindest. Tja, irgendwie so ein bisschen trübselig hier. Trübselig, keine Ahnung. Beides. Also, wir haben hier einen Mörder im Dorf. Also das Tagebuch aus einer Höhle holen, das ist wahrscheinlich extern. Brief mit Sinnding, okay. Eine richtige Quest. So. Okay, wo ist er denn? In den Baracken. Also, Söldnerquartiere. Aha, da hinten, okay. Also die Karten finde ich irgendwie so ein bisschen grauenhaft. Ich kann mir nicht helfen. Ich meine, die Weltkarte ist ja ganz nett. Mit einer Mod zumindest. Aber die Ortskarten. Boah. Also das Norsan-Gras wuchert aber ganz gut hier. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Die Torwache erwähnt einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Na gut, mach ich mal. Er ist ja schwer beschäftigt mit seiner Schmiedekunst, klar. Ihr könnt euch ein wenig Gold verdienen, wenn ihr erfolgreich seid. Also, seht euch die Straße direkt vor der Stadt an. Finde den Hund vor Falkenring. So, was kann ich denn hier noch verbessern? Nix. Na, da fehlen mir wahrscheinlich Barren, Stahlbarren, ja, alles. Ja, weil ich Stahlrüstung habe, brauche ich Stahlbarren, okay. Und wo kriege ich Stahlbarren her? Ach so, da brauche ich Dwemer-Metall für den Zwergenhelm. Da. Also es hängt immer von der Rüstung ab, welche Barren man braucht. Eisenrüstung braucht Eisen. Dwemer-Helme brauchen Dwemer-Stahl. Ich habe nicht genügend Material wahrscheinlich. Na gut. Toll, den Orkestecker konnte ich schleifen, den ich nie benutze. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ziegenbock. Ganz schön trostlos hier, findest du nicht auch?
Okay, suchen wir den Sinn-Ding. Hier ist er schon. Hoffe ich. In den Baracken. Okay, hier muss man sich benehmen. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Mhm. Ein Bärenkopf. Ja, nett. Töten oder getötet werden, also nichts stehlen. Dann man sofort hier im Knast. Ist logisch. Da unten. Oh oh. Ein Schwerverbrecher. Ich hoffe, er bricht nicht aus. Ich werde dann beschuldigt. Ratten! Ratten, es gibt hier ein Rattenproblem. Ob die auch sprechen können? Kleine Anspielung auf. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich muss hier Wache schieben. Kleine Anspielung auf das Spiel Black Geyser, mein anderes Let's Play. Schaut mal rein. In die Playlist. So, leicht beschwipst vom Met. Aber es gibt ja sonst nichts zu lachen. Nein, ich klaue nix. Die Ratten sprechen nicht. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Ja, doch. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Ach so, keinen Ärger machen. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Ich dachte, ich muss hier Ärger machen. Da ist der... ja, ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich mache mal eine Fackel an. Falls ich eine habe. Ich glaube, ich habe noch nie eine Fackel benutzt in dem... Zumindest in diesem Spieldurchlauf. Ja, und der andere ist, wie gesagt, schon... Jahre her. Quatsch. Mein Gott, wie viele Sachen habe ich denn? Tomate? Nee, die brennen nicht, oder? Da! Zwei Stück. Bin begeistert. Ich habe eine Fackel. Okay. Ihr braucht etwas? Mhm. Was kann ich für meine Nordverwandten tun? Ein Nord. Seid ihr zum Monster angaffen hier? Wie ich höre, habt ihr ein kleines Mädchen angegriffen. Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Daran ist allein dieser verdammte Ring schuld. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an und die Verwandlungen kamen einfach. Mhm. Ich wusste nie wann. Es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Was für Verwandlung? Werwolf? Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Lykanthropen. Ich bin einer von ihnen. Ein Werwolf. Das ist mein Geheimnis.
und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann. Aber ich spüre das Tier in mir immer noch. So stark wie zuvor. Und jetzt? Und deshalb habt ihr das Mädchen angegriffen? Ich war gerade nach Falkenring gekommen. Sie brauchten Hilfe in der Mühle. Und ich dachte, es wäre etwas Sicheres. Etwas, das ich tun könnte. Als ich das kleine Mädchen sah, war ich einfach... Ich konnte es spüren. Ich schmeckte die... Ich musste jagen. Aber dieser jämmerliche, beschränkte Körper war für die Jagd nicht gemacht. Langsam. Keine Krallen. Schwache Zähne, die nur Brei kauen können. Ich hielt meine Wut, solange es ging, zurück, aber innerlich kochte ich. Sie wirkte so zerbrechlich. Hilflose Beute und dann... Es ist schrecklich, was geschehen ist. Was ich getan habe. Es wäre wahrscheinlich das Beste für alle, wenn ich einfach verschwinden würde. Wer ist Hirsine? Kennt ihr nicht den dädrischen Fürsten der Jagd? Er erfreut sich am Jagen und hat den Sterblichen auch das Geschenk der Lykanthropie gemacht. Eine starke Kraft, der man aus dem Weg gehen sollte. Das habe ich zu spät erfahren. Tja, wir hatten ja schon Kontakt mit Werwölfen. Und jetzt? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hirsine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß, majestätisch. Man sagt, dass Hirsine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam mein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten, ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Okay. Ich bringe den Ring zu Hirsine. Ja, mal sehen. Aber erstmal den Regen nehme ich mit. Oh. Ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Ich schau mal. Sucht die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück. Aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Ihr braucht etwas? Okay, wir haben den Ring. Die Fackel ist aus. Oh. Jetzt geht durch die Tür. Wow. Ah. Cool gemacht. Töte die große Bestie, neue Quest. Ihr habt doch mit diesem mörderischen Wilden gesprochen. Und dann ist er entkommen. Was verbergt ihr eigentlich? Ich war auch überrascht, ganz ehrlich. Ich habe nicht das Geringste damit zu tun. Ich werde nicht verhaftet, immerhin. Ich dachte schon, der Werwolf kommt da von oben runter. Okay. So ein bisschen gruselig ist es ja schon. Oh, Nebel. So ein bisschen gruselig ist es ja schon. Na, jetzt kommt noch der Werwolf um die Ecke. Ach, aber dass die Fackeln nur so kurz brennen, wusste ich gar nicht mehr. Da brauchen wir ja jede Menge. Es gibt auch Laternen da mit Lampenöl, die brennen ein bisschen länger, beziehungsweise die kann man dann nachfüllen. Nebel des Grauens. Werwölfe. Wo bin ich hier eigentlich?
Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dieser leichte Gruselfaktor mit Vampiren und Werwölfen. Also, dieses etwas Düstere gefällt mir eigentlich gut von der Stimmung. Und das sind die neuen Schilder, wie gesagt. Durch den Patch in Deutsch. Also inofficial. Also inofficial Skyrim Patch. Deutsche Übersetzung. Auch so ein Fanprojekt. In diesen Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Tja. Willkommen im Todmannstrunk. Okay. Ich bin dem Kampf in Ceroldiil entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Erstmal auftanken, Wasser, bitte. Natürlich. Hey. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Drachen in Aufstieg des Alten. Beutebrief, töte den Drachen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr interessanten Tratsch in der Stadt hört, erzählt mir davon. Ja, das ist ja mal ein Beutebrief. Dass wir irgendwie so ein Badinenlager ausnehmen, aber... Wir sollten irgendwann einmal diese Thekla anheuern, wenn sie bloß nicht so viel Zeit damit verbringen würde, den Geier zu dienen. Thekla? Ich wünschte, ich könnte euch beide bezahlen, Nari. Wirklich. Braucht ihr etwas? Was macht ihr hier so? Ich bin Barde, ausgebildet an der Bardenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Naja... Erkunde die Bardenakademie. Trag ja, ein Lied ist, im ganz Herzen, weit im Nord. Den Trübsinn fernzuhalten. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon was los hier? Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Was für ein Begräbnis? Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Aha. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Mhm. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Ach so, sitzt er nicht da vorne? Klar. Ich danke euch. Ah, er geht weg. Schnell, schnell, schnell. Also gut. Das ist der Priester. Hier. Krieg ist für Falkenring nichts Neues. Ihr braucht nur auf unseren Friedhof zu gehen, um euch davon zu überzeugen. Hier ist die Lieferung mit der Asche. Ah, Beris Asche. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Nicht schlecht für den Aufwand. 3 Meter gegangen. Das Leben ist viel zu kurz. Vergeudet es nicht. Tja. Wie wahr. Indara und ich bleiben unter uns und führen den Hof. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Cool. Ein wahres Geschäft. Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Ganz schön was los hier. Okay. Habt ihr das gehört? Okay, ich wollte eigentlich übernachten, aber wir können nochmal nach dem Hund gucken. In der Dunkelheit. Oh, Werwölfe. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Wir können ja nochmal schauen, ob der Hund hier rumläuft. Also so ein bisschen Angst habe ich ja schon, wenn hier so ein riesen Werwolf rumläuft.
Aber ich bin ja ein Held. Achso, da hinten ist der. Töte die große Bestie. Naja, wir schauen mal hier vorne, wie so ein Hund rumläuft. Gruselig, der Wald bei Nacht. Kommt das? Hier ist ein Hund. Von dort irgendwo? Da, ein Hund. Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe. Die Stimme. Habt ihr gerade etwas gesagt? Im Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Witzig. Wisst ihr, mein Name ist Barbas. Und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Na klar. Was soll ich tun? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Echt witzig, die Stimme. Natürlich. Machen wir uns auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wiele ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Hemas Schande weiter schon. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Das war so ein Vampirnest. Ich habe die alle getötet. Ich hoffe, da war nicht Wiele dabei. Aber ich denke, das ist eine eigene Quest. Biele. Ja, zum Schreien. Nee, ich glaube, das war... ja, ich weiß es nicht. Ach so, der Schrein in der Höhle. Okay. Aber vielleicht auch ein Geist. Aber jetzt muss ich dann nochmal irgendwann hin. Okay. Aber ich weiß, wo es ist. Ich war da vor ein, zwei Folgen. Ein Vampirnest. So, aber ich werde jetzt erstmal übernachten. Nach getaner Arbeit. Ab ins Bett. Kommt herein. Wir haben warmes Essen. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um Zeit, den Kämpfen. Willkommen im Todmannstrunk. Ich bin dem Kampf in Ceroldiil entkommen und in Himmelsrand holt er mich wieder ein. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Die Bewohner von Himmelsrand mögen Magie nicht besonders. Der einzige Ort, an dem ihr wahrscheinlich einen Lehrer findet, ist daher die Akademie von Winterfeste. Winterfeste, klar. Ich zeige euch euer Zimmer. Winterfeste ist die Magierakademie. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ein Doppelbett.
Wir sollten irgendwann einmal diese Thekla anheuern, wenn sie bloß nicht so viel Zeit damit verbringen würde, den Geier zu dienen. Okay. Ich bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Ein Bier, bitte. Also gut. Also gut. Ich hätte gegen ein paar sonnige Tage ab und zu nichts nee, einzuwenden. Nicht. So, da keine der Damen... Na okay, lass mir das. Also, ich werde mich mal aufs Ohr hauen oder legen, keine Ahnung, beides. Du erwachst und bist gut ausgeruht. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Okay, mit diesem schönen Lied verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge von Mein Himmelsrand. Bleibt dran bei der Geschichte von Yerf, dem Nord. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Badadam. Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Badadam. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher, seiner Taten erbrüstet nimmer mehr. Tschüss.